Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Verdammt nochmal, ich darf nicht aufnehmen, aber ich will. Deswegen mache ich das auch. Ich darf nicht aufnehmen, weil wir jetzt eigentlich genug Material noch bis zum Patch haben. Und ich eigentlich ziemlich der Erste sein möchte, der so die Patch-Dinger zeigt. Aber es ist wurscht. Es ist wurscht. Wir machen es trotzdem. Ihr seht hier, Welt 1 ist ziemlich groß, aber das interessiert hier niemanden. Wir waren Welt 2, waren wir ja. Was wollten wir machen? Wir wollten ausbauen. Ein Haus, unser Haus ausbauen, ausbauen. Haus bauen, ausbauen. Ja, genau, wir sind hier gestartet, richtig. Wir können beispielsweise jetzt eine Farm bauen. Wir haben einen Eimer und eine ewige Wasserquelle. Das heißt, so eine Farm, die ist doch gar nicht so schlecht. Oder natürlich, wir bauen noch, also ein Stück weiter unten. Jetzt machen wir hier nochmal wieder einen Stockwerk sozusagen. So, wie Marco es schon gesagt hat, Räume, ja. Wir stimmen wieder auf Peaceful, ja. Jetzt ist es eh wurscht, ob wir auf Peaceful haben oder nicht. Wir bauen ja jetzt eh nur. Also ich denke, da ist es ziemlich, ziemlich Wurst. Steinspitzhacken haben wir jetzt keine mehr, sehe ich. Ja, natürlich, natürlich, klar. Anfang des Let's Plays gehen einem die gleich aus. Das ist wieder typisch, ja. Wir nehmen. Pommer. Noch genug Holz. Ja. Fackeln brauchen wir nämlich auch neue. Ach ja, geht einem gerade so alles aus, was einem ausgehen kann. Das ist doch wieder. Oh. Da freut man sich doch glatt hier, ja. Also, das wird ungefähr hier so stattfinden, denke ich. Dass wir hier so einen Raum bauen. So, do, do. Do, do, do. Do, do, do. Gut, und eins, zwei, drei. Sehr schön. Ja, das wird jetzt interessant, denn wir können jetzt hier entweder. Er hat eine viel bessere Idee. Etwas noch viel, viel epischeres. Die Treppe hört nur in gewissen Weisen auf, also gar nicht. Sondern man kann zwar, also, sie wird schon mal ganz kurz aufhören, und zwar so für einen Block oder so. Aber das war's dann auch. Und dann geht's hier wieder weiter runter. Ja. Ich werde das jetzt nur mal so ungefähr skizzieren, sozusagen. Auch jetzt nur in einer Reihe. So ungefähr. Dann hacken wir das doch noch weg. Das hier auch. Und dann hier das noch hin. So schaut das schon eher aus. Ungefähr so. So. Ja, so ungefähr. Und dann kommt jetzt das ganz cool. Ab hier kommt dann so eine Plattform hin. Hier machen wir noch eine Fackel hin, natürlich. Gar keine Frage. Genau. Denke, wir machen das hier in die Höhe. Dass wir dann sagen, wir machen hier drüber so eine Art. Ja. Was wird das? Es ist fraglich. Was wird das hier? Das ist, das werdet ihr sehen. Es wird noch Gestalt, Form annehmen. Vielleicht werde ich diesen Part jetzt auch gerade beschleunigen, weil dieses Abbauen interessiert doch keinen. Vielleicht das, was ich dann mache, aber so wie ich jetzt hier die ganze Zeit rum spitzhacke, ja, wen es interessiert. Also mich persönlich wird es nicht interessieren. Ich verstehe die Leute nicht, die es interessiert. Ihr müsst mir erklären, was daran so interessant sein soll, Leuten beim Abbauen von sowas zuzuschauen. Aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts.
Das macht ja nichts, das macht ja nichts. Genau. Ja, also von der Höhe her passt, denke ich schon. Also, in dem Bereich meine ich jetzt, mehr als drei brauchen wir es jetzt eigentlich nicht hoch machen, außer wir haben irgendwas Spezielles damit vor. Haben wir aber, glaube ich, in dem Fall gar nicht. Ich weiß es ja nicht. Jetzt craften wir uns gerade noch ein paar Steintreppen. Also wir können jetzt hier entweder können wir eigentlich hier können hier gar nichts. Wir könnten hier jetzt entweder alle Fälle noch eine Reihe ausheben, weil es sonst zu dünn ist. Wir können jetzt hier entweder eine Farm hinbauen oder aber ich denke eine Farm ist ganz gut oder eine Tree Farm gleich vielleicht noch, wenn jetzt tief genug unter der Erde ist, finde ich natürlich auch ziemlich geil. Aber das ist eine reine Ausheberei und ob ich mir die nicht ersparen will, ist fraglich so. So baut sich das Ganze ein wenig schneller ab. Ich bin da über Pro, ja. Also wenn ja jemand hier, ne, Pro-mäßig, das bin ich. Ja, ich denke, wir machen hier erstmal eine normale Farm hin. Warum auch immer. Ich finde diese Farmen eigentlich immer sehr unnötig, aber gut, man hat ja nichts zu tun. Machen wir hier mal eine Farm hin. Kann ich gleich wieder abbauen hier wieder. Na. Ja, das ist mir auch egal. Schon eher. Soll ja alles schön einheitlich aussehen. Ja. So. Schon eher. Ja gut, nach hinten geht natürlich noch ein Stück. Klar. Ich denke so 3, 4. Das zieht sich noch ein wenig, ja leider. Also Leute spult eventuell vor oder so. Ich werde nicht viel reden und es ist auch ziemlich einseitig gerade. Dieses ewige Abgebaue. Ihr versteht mich, was ich meine. Ach ja. So. Dann. Ja, nee, das ist noch zu wenig. Gott, gehen die schnell aus. Für alle, die jetzt fragen, warum baust du nicht mit einer Eisenspitzhacke ab? Ganz einfach, es wäre reine Verschwendung, Stein mit Eisenspitzhacken abzubauen. Also nur um das mal zu klären, weil mich das einige schon gefragt haben. Das ist einfach nur eine reine Verschwendungssache. Und das ist ja ziemlich unnötig, muss ich sagen. Was brauchen wir ja nicht. Also wirklich, das ist ja nicht vonnöten. Das mal vielleicht hier. Ich finde diesen Erdblock da so. Jo. Schon eher so. Ja, am liebsten fast noch eine zweite Reihe. Ja, naja, gut, passt schon. Will ja nicht überstürzen. Hier machen wir jetzt aber Holz hin. Denke ich. Holz. Ja, oder Mossy Cobblestone oder normalen Cobblestone. Auf alle Fälle Stein will ich nicht lassen. Stein ist hässlich. Also eigentlich ist es nicht hässlich, aber ja. Hacken wir noch eine Reihe aus. Kann ja nicht genug sein. Man könnte
könnte auch. Ja, jetzt passt mal auf. Und zwar könnte man auch Folgendes machen. Wir könnten. Mal genommen, wir kommen hier so runter. Dupsi-dupsi-du. Wie sieht es besser aus? Da, so. Ja. Gut, wir bauen jetzt. Jetzt geht's ans komplexe System. Und zwar brauchen wir Erde. Wir haben Erde. Erde ist schon mal schön. Die Reihe wird voller. Voller was denn? Voller Wasser natürlich. Ja. Na Moment, falsch. Wird nicht voller Wasser, wird voller Erde. Auf alle Fälle muss es hier mal weg. Und wir können hier. Ja, bis hierhin ungefähr hätte ich jetzt gesagt, höhlen wir das Ganze mal aus. Da ist doch gleich Eisen. Das ist doch schön. Ha. Hurra. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir werden jetzt halt hier ein übermäßiges System machen, das total unnötig ist, denn es funktioniert nicht. Aber wir werden es machen. Haben wir jetzt erstmal das Eisen da. Hallo Eisen. Ich gehe ab sofort nirgends mehr rein, wo ich nicht weiß, was da genau ist. Ja, was wollen wir jetzt eigentlich? Automatische Farm? Nö, das lohnt sich nicht. Ja, wir bauen jetzt, also wenn wir jetzt sagen, wir bauen hier Erde rein. Dann kommt hier nochmal Erde hin. Und hier nochmal Erde hin. Und dann geht das komischerweise sogar auf. Naja, nein, tut's nicht, denn rein theoretisch brauchen wir eine Reihe weniger, was wir dann auch wohl oder übel einfach mal durchsetzen werden. Wir brauchen nicht so viel. Jetzt wird's aber spannend, denn nun kommt das Pro-Ganze an dem Sachen. Das Ganze an dem Sachen. So, jetzt holen wir uns erstmal Wasser. Abgesehen davon, dass wir uns jetzt hier schnell ein Viererfeld graben, weil wir jetzt mehr brauchen und hier gleich noch Eisen finden. Das war natürlich alles geplant. Ja. Bauen nämlich jetzt mehrere Blöcke. Und zwar wird es folgendermaßen laufen. Und do. Was wollte ich denn? Ach ja, Wasser. Genau. Wasser. Das läuft folgendermaßen. Wir machen das nämlich so, dass wir. Ist mal hier mal. Wir machen jetzt hier ein Loch rein. Hier ein Loch rein. Jetzt wird's episch. Ja. Genau, an der Stelle hier fließt das alles zusammen. Ja, und da fällt das dann noch runter. Das machen wir jetzt auch noch in der nächsten Reihe so. So und so. Ja. Und dann haben wir so eine Art, ja, schon mal besser aussehende Farm. Als sonst so. So, verändern wir das natürlich mit dem Fackeln noch ein wenig. Also hier wird eine Fackel hinkommen und hier wird eine Fackel hinkommen. Hier wird auch eine hinkommen. Hier und hier. Mal davon abzusehen, dass es besser aussieht. Je mehr Fackeln da sind, das ist falsch. Das passt nicht in die Symmetrie rein. Das soll nicht so sein. Ja, nicht ganz so. Also wir wollten 1, 1. Wenn, dann muss das so ausschauen. Ja gut, hier soll es eigentlich hell genug sein. In der Mitte weiß ich noch nicht, was ich mache. Ja, genau. Und jetzt ist gerade eben die Sache, was hilft uns denn das? Wir können hier zumindest schon mal, wenn wir sagen, wir machen hier so. Tut, tut, tut.
Eigentlich ist es total unnötig. Es sieht einfach nur besser aus. Meiner Meinung nach. Zumindest. Das heißt, wir können jetzt hier noch einen kleinen Gang dahinter graben. Das ist schon mal Kohle. Warum ich das jetzt mache, weiß ich selber nicht. Ne, das ist falsch. Da wollen wir den Gang noch nicht haben. Wir wollen eins weiter hinten haben. Jetzt mal bitte abfließen. Nein, du fließt jetzt. Seht ihr das? Das geht doch nicht. Oh ja, danke. Das, was ich schon die ganze Zeit wollte. Also eine Reihe weiter. Graben uns hier raus. Schlecht, weil jetzt ist unsere Fackel wieder weg. Macht nichts. Die können wir anders platzieren. Macht nix, macht nix. Nee, 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 nee. Und so wird ein Schuh daraus. Du, du, du. Ach, geht das schon wieder los? Nee. Ach, komm schon. Ich bin immer zu schnell. Im Fackeln bauen. Eins und hier auch noch. Schamaren. Hier auch noch. Das stylmäßig verbessern und so, das machen wir alles mal anders. Jetzt können wir hier hin und jetzt bauen wir hier überall noch eine Fackel hin, dass auch genug Licht da ist. Braucht man ja bekanntlich. Jetzt können wir dann mehr oder weniger gut das Ganze abreißen, ohne groß Schaden anzurichten. Das funktioniert zwar nicht, ohne den Schaden anzurichten, aber wir können es abreißen. Und ja gut, jetzt könnten wir hier dann so ein schönes System machen. Das dann hier unten zusammenfließt. Und ganz rein theoretisch. Dann hier so hinterfließt. Und jetzt wartet ab, jetzt kommt's Epische. Das war wiederum blöd von mir. Ihr seht ja wieder nichts. Wieder Licht machen. Unten rein. Hallo. Wasser sinkt ab. Wassermarsch. Wie kann denn jetzt das sein? Oh, das System will mich verarschen, Leute. Das System will mich verarschen. Ja, genau. Hier ist Cobblestone. Richtig. Nein, Moment. Falsch. Da darf kein Cobblestone sein. Cobblestone ist da fehl am Platz. Wir müssen noch eins weiter runter. Macht keinen Unterschied. Okay. Da ist kein Cobblestone mehr. Der Cobblestone ist jetzt ab sofort hier. Ja, rein theoretisch stimmt das so. Gibst mal Ruhe. So. Hier hat gar nichts zu fließen. Nur um das mal klarzustellen. Müssen sogar noch eins runter nach dem runter. Also, ja, hier so. Das ist auch schön noch. Mehr als eine brauchen wir nicht mehr. Ich habe eh nicht mehr so viel Zeit. Lösesten. Ja. Geht fast noch, aber ich muss noch irgendwas machen. Irgendwas habe ich noch zu tun.
Weißt du was? Ist genug. Du machst jetzt mal Pause. Du auch. Sinkt. Also geplant ist das Ganze so. Wasser fließt hier zusammen, fließt da zusammen, fließt hier runter. Und dann letzten Endes in diesen Graben hinein. So wäre das geplant. Nach dem Graben geht es natürlich weiter. Und vor und hinter dem Graben, hier an diesen Stellen, wird gleich etwas sein. Wollen wir hier gerade noch die Treppen vervollständigen. So. Genau. So, was wird da sein? Und dann sieht das folgendermaßen aus. Hoffe ich zumindest, dass es das dann so aussehen wird. Ja, so wird es aussehen. Das wird genauso aussehen, wie ich das haben will. Ja, jetzt können wir hier den Kies wieder wegnehmen. Und ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach irgendwie stylisch. Dass, falls das irgendwie funktionieren sollte, kommt dann hier das Wasser runter. Und hier landen die Items. Wir können dann hier wieder raus. Können einfach schnell drüber hopsen. Immer. Und ja gut, das kommt natürlich noch in gewisser Weise weg. Ich glaube, hier können wir fast noch wegmachen, genau. Und das wird natürlich durch normalen Stone ersetzt. Aber dann kann man hier einfach durchhopsen. Hopsti hops. Und dann kann man hier wieder weiter runtergehen. Warum ich das jetzt gerade gemacht habe, weiß ich nicht. Ich denke, ich habe einfach viel zu wenig Zeit, viel zu wenig Hobbys, ja, für sowas, also. Hopsidops. So funktioniert das System. Ja, genau. Jetzt bessern wir das noch schnell, obwohl das kann ich auch offscreen noch ausbessern. Ansonsten ist jetzt nichts mehr zu tun, gesagt worden, machen, haben, tun. Yoda for the win. Nee, 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 nee. Vielleicht ist oben noch ein bisschen Stein drin. Obwohl so viel zu verbessern ist nicht. Das nehme ich nur schnell auf. Nein. Nose. Dann ist da nichts mehr drin und wir machen dann hier Cut. Cut, cut. Weil fertig. Weil Begründung fertig. Und Moment. Können hier gerade wieder den Mond bestaunen. Ja, den können wir so bestaunen. Leute, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Groschen alias Hyper Shadow alias weiß ich nicht. Bis dann.